Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Ich grüße dich und ich grüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen also unsere Geschichte aus der Schöpfung fort und spezifisch konzentrieren wir uns auch, also oder haben wir es also bis jetzt also um Schöpfung des Adams, Salamullah alayh, Grüß Gott sei mit ihm, konzentriert, also unsere Urgroßvater, also im Großen und Ganzen. Können wir also davon ausgehen, dass wir Menschen, unsere Menschheit, alle von Adam und Eva letztlich genetisch also stammen. Und wir haben also erzählt, wie also zum Adam a.s. also gekommen ist, wie Adam entstanden ist. Wir haben also Zitate aus dem Koran, Verse aus dem Koran also vorgetragen, die meiner Meinung nach auf diese Entwicklung der Schöpfung hindeutet, dass wir also die Schöpfung also wir sehen also, dass die Schöpfung also vom niedrigsten Stufen des Seins also anfängt und kommt hoch also bis also zum Menschen als sozusagen als Minikosmos, ja, der Mensch als Minikosmos erreicht wird, und sobald dieser Minikosmos sozusagen als Mensch die besten oder kompliziertesten Nervensysteme also erreicht, diese Verknüpfungen, diese Synapsen, diese Verknüpfungsmöglichkeiten, diese Assoziierungsmöglichkeiten also erreicht werden, dann erst in diesem Zustand großer Gott also haucht also von seinem Geist im Menschen, und aus diesem Menschen wird dann also Adam, entsteht also Adam. Ich möchte noch einmal diese Geschichte aus dem 15. Sura noch mal vortragen, aber ich möchte vorher also auf eine ganz interessante Ding also hinweisen, dass ich also vergessen habe. Wir kennen ja alle das Wort Dunya, viele also kennen das Wort Dunya. Dunya wird also normalerweise also als Mädchenname gebraucht. Dunya. Und Dunya oder Dunya oder Dunya. Manchmal schreibt man auch das mit Y, vor allem im englischsprachigen Raum. Dunya kommt aus dem Wort, aus dem Arabischen, Arabisch-Persischen, heißt Dunya. Dunya. Dunya, das ist Arabisch-Persisch. Dieses Wort kommt aus dem Wort Dani. Ja, die Wurzeln dieses Wortes liegt also in Dani. Ja? Dani heißt niedrig. Ja? Niedrig. Tief, niedrig. Was ist denn damit gemeint? Das heißt, dieser Welt, in der wir leben, also ich meine diese 13,7 Milliarden alte Jahre alte Welt. Dieser Welt, dieser ganze Kosmos ist also niedrig. Niedrig, was ist denn damit gemeint? Niedrigste. Aha, niedrig, also niedrigste
Stufe des Seins. Ja? Dieser Welt in ihrer Intensität des Seins. Ja? Intensität. Ja? Des Seins, also ich mache also ein bisschen Abkürzung, also jetzt, also nicht so lange also zu schreiben. Also ich schreibe das Intensität dieser Welt. Welt ist wesentlich kleiner als Intensität ja, des Jenseits. Ganz einfach. Ja, Jenseits. Jenseitige Welt. Sehr klar. Das ist, es ist also, wir müssen also vom immer also betrachten, dass wir also von Intensität des Seins sprechen müssen, wenn wir überhaupt über das Sein reflektieren. Das müssen wir im Auge behalten. Und darüber hinaus, das Sein, beziehungsweise das Seiende, das ist alles, was wir rund um uns anfassen, beobachten und auch also imaginieren können, alles hat also ein Bewusstsein, also das Seiende, das was Gott also erschaffen hat. Manche Dinge behaupten, dass wir also erschaffen können, aber wir können das nicht einmal realisieren. Ja, wir können also die blöde Dinge also vorstellen. Das ist unsere Vorstellungskraft. Ja, kommt zustande, aber verschwindet auch, sobald wir unsere Konzentration auf woanders also verwenden. Ja. Von solchen Dingen möchte ich nicht also reden. Das ist dann kein Seiende, die wirklich also Intensitäten besitzt. Sein und Seiende, die haben Bewusstsein. Die sind bewusst, die reflektieren. Ja, die sind sich selber bewusst. Ob es also ein kleines Elektron ist, kleinste Baustein der Materie, ja, und ich muss sagen, wenn man also die Elektronen also kennenlernen möchte, ja, dann muss man also 7, 8 Jahre lang Physik studieren und um überhaupt reinzukommen in den Gebieten, wo man mit besonderen Eigenschaften der Elektronen also sich anvertraut machen kann. Ja, und das kommt also davon, wo man also hingeht. Geht man also zum Solid-State-Physik oder zum Festkörperphysik oder geht man also zum Astrophysik? Ja, elektronische Ura zum Beispiel. Und aber viele, viele unterschiedliche Formen von sich also gibt also aus. Das heißt, das Seiende hat also ein Bewusstsein, ein Seiende kann reflektieren, ein Seiende ist über sich selbst also bewusst. Und wir sollten auch immer wieder also das Wort Dunya, die also als ein Mädchenname in Dunya, im Westen, aber auch bei uns auch also benutzt wird, aber so selten, weil ein bisschen auch also so zu sagen, also nicht besonders gern. Dunya, sozusagen, wird also immer also ein bisschen also herabwürdigt gesehen, aus Grund auch die Beschaffenheit, die das Wort also assoziiert. Nämlich, das ist also die niedrigste, das sollte man eigentlich begreifen, das ist zwar die niedrigste Stufe des Seins. Das ist der Grund, warum also in der Bibel also Jesus Christus, also Salam ala Ali, also sagt, pass auf, Menschen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Achtet darauf, richtet euch darauf, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist. Ja? Mein Reich ist also vom jenseitigen Welt. Und wenn man auch den Koran öffnet, dann ja von Anfang bis zum Ende des Korans ist nur das. Ja? Und die Vorbereitung für dieses, für den Jenseits, ja? Vorbereitung, dass man also das ewige Vorbereitung für das ewige Leben, ja?
Das ist also, was die gesamte Koran und die Botschaft der Propheten ist. Ja? Die Koran ist ja nicht davor gekommen, also sozusagen uns Biologie beizubringen, Naturwissenschaften beizubringen. Ja? Aber gibt also Ansätze, wo wir uns am besten richten können. In der Wirtschaft zum Beispiel, wenn man sagt, also passt mal auf, eine Zinswirtschaft ist nicht gestattet. Und für Zinsen wird Zinsen also gibt und Zinsen nimmt. Ja, beide sind also zum unvorstellbaren Strafen im Jenseits also verurteilt. Ewiges Leben in der Hölle. Ja, mit demselben Geld wird man immer so ausgießen. Ja, also ich denke, das Geld wird also geschmolzen und dann muss also das fressen und wird auf jeden Fall so. Und es gibt auch kein Tod, ständiges Elend, ständiges Folter als Folgen dieses Zinsgeschäftes. Gut, wenn also sowas gibt, dann was soll man dann machen? Ja, es gibt also, mach keinen Zins. Du benutze dein Adel, dein Vernunft, also wunderschöne Theorien zu machen, aber diese Theorien, ja, sollten auf der Basis der Zinslosigkeit, ja, gemacht werden, damit sie auch Erfolg haben, damit sie also kurz- oder langfristige Erfolge bescheren. Ja? Und solche Grundlage zum Beispiel gibt uns also an. Und also Kernpunkte. Ja? Zum Beispiel, wenn sagt, das Gotteswort ist Licht. Ja? Und wir sagten, werde Licht und es war Licht. Ja? Oder im Koran also steht also, kun fayakun, sei und es wird und es ist. Nicht wird, also es ist. Das sind wichtige Anhaltspunkte. Nun, nach 2000 Jahren oder 3.000, 4.000 Jahren, also nach dem Tora und Bibel und dann Koran, erst im 19. Jahrhundert, der Mensch sieht dann deutlich, oder 20. Jahrhundert vor allem, also sieht der, merkt er deutlich, also wo eigentlich die Schöpfungsgeschichte also angekommen ist. Ja? Die Schöpfungsgeschichte fängt also von jener Urexplosion des Lichtes, ja? Die uns die Bausteine der Materie hervorgebracht hat, und aus diesen Bausteinen der Materie sind Menschen entstanden letztendlich. Aber nicht nur die. Aus diesem Licht, aus dieser Explosion des Urlichtes, sind auch andere Lebewesen entstanden, die Leben haben, nämlich Engel, nämlich Djinns. Ja? Mit einem Unterschied, also die Djinns sind also aus Feuer gemacht worden und Engel aus purem Licht. Und das ist das sind interessante Lebewesen, mit denen wir auch zu tun haben. Haben oder zu, mit Djinns, ja, zum Beispiel. Also Djinns sind, bei Djinns gibt es auch Gläubige und Ungläubige. So erfahren wir aus, aus den überlieferten Texten, aus den geistigen Erfahrungen der großen Mystiker und so weiter und so fort. Allerdings wird darauf hingewiesen, sehr, sehr stark, dass man sollte seine Finger von Djinns lassen, von ihren Gläubigen, geschweige denn ungläubigen Djinns. Sollte man einfach die Finger davon lassen. Das ist nicht also für jedermann, das ist nicht also für jede Person. Man kann nicht also davor, man wird sie in die Irre gehen, und man wird vor allem diejenigen, die sich mit diesem Gebiet also sich befassen, die meistens von ihnen, sehr viele von ihnen sterben dann als arme Menschen. Sie treten in Armut. Eine der Probleme, die diese Beschäftigung macht, der Mensch wird stark arm, oder weiß, also, woher seine Armut kommt. Ja? Und
Man muss also große Qualitäten haben und also sich also mit diesem Kreis beschäftigen und Qualitäten, die wir nur also bei großen Propheten finden, zum Beispiel Salomon, ja, Sohn David, David Salomon hat den Tempel in Jerusalem also gebaut. Salomon war sein Sohn, Salomon, Soleiman auf. Und Soleiman a.s. zum Beispiel, er konnte nicht nur mit Tieren sprechen, er konnte also die Tieresprache, wusste also die Tiere, die Sprache der Tiere. Und er konnte auch also mit Dschinns, die Dschinns waren auch also ihm untertan, und er konnte ihnen Befehle erteilen, dies und jenes zu tun oder dies und jenes also vor ihnen zu bringen. Zum Beispiel, also ein Djinn, er hat also einmal mit Königin Saba, er hat einmal ein Vogel von Solomons ist ja verschwunden, ein paar Tage. Und Solomon suchte also nach ihm, nach diesem Hot-Hot, und er war nicht da. Solomon fragte, wo ist er denn, wenn ich ihn finde? Wenn er für mich also keine korrekte Antwort also hat, würde ich ihn enthaupten, den Vogel. Dass er, ich würde den Vogel also umbringen, wenn er keinerlei, wenn er keinerlei Antworten darauf gibt, wo er also in all diesen Zeiten also gewesen ist. Und als Hodhod dann kommt und sagt, pass mal auf, erst einmal vergib mir, ich war so im heutigen Jemen also, und da habe ich also dort also Menschen gesehen, die also eine Frau anpreisen und eine Frau als Königin haben, und die alle beten die Sonne also an, die Sonnenanbeter sind die. Und ja, und er fragte, Solomon fragte, wer. Ja, da müssen wir also diese Frau also hierher holen. Wer würde Thron der Königin, ja, Thron der Königin also hierher holen? Wie weit ist das zwischen Jerusalem? Jerusalem ist hier. Ja, Jerusalem ist hier. Mittelmeerraum. Und hier fängt, also Jemen ist hier, mindestens also, sagen wir mal so, 2000 Kilometer Entfernung. Ja, zwischen Jerusalem und Jemen, Saba, ja, ist etwa 2000 Kilometer, muss also die Entfernung sein. Also eine von Untertanen des Propheten Solomon sagte, ich werde, bevor du dein Mittagsgebet also anfängst, werde ich also diesen Thron also hierher holen. Ja, und er war ja vom Dschinn. Ja, er sagte also, ich werde diesen Thron von Saba, bevor du dein Mittagsgebet also anfängst, werde ich also hierher holen. Das heißt, ich sage mal so, wann, wie viel, also Stunden, also das ist also um 8 Uhr also geschehen ist, also sagen wir mal so um 12 Uhr sein Gebet machen musste, dann etwa 4 Stunden, 5 Stunden vielleicht Unterschied. Das heißt, in 4 Stunden, 5 Stunden von 2000 Kilometer Entfernung konnte also einen bestimmten Gegenstand in einem anderen Ort bringen. Das können die Dschinns machen. Aber Prophet Solomon hatte also einen Wesir, ein Minister, ein gelehrter Minister. Und er sagte, und er war Mensch, Minister, Mensch. Und er sagte, nein, 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 4 Stunden ist zu lang, also ich kann das in einem Augenblick dir bringen. Und er hat das gemacht. Im Augenblick hat er also den Thron von Königin Saba hierher geholt. Und dann später hat man auch die Königin Saba eingeladen, ein Brief also geschickt, musste sich einladen oder mit dem Krieg rechnen.
Salomo sagt, entweder kommst du hier friedlich und oder im Begriff stand auch also Bismillahirrahmanirrahim, ja, im Namen Gottes des Barmherzigen, des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, des Erbarmers des Barmherzigen. Und das war eine Überraschung für Königin Saba. Hat also ihr Berater also hergeholt. Was machen wir also? Die sind also kluge Berater gewesen. Die sagten also, wenn das so ist, dann geh zum Solomon mit Geschenken, nimm einfach mal an, vielleicht hat er recht. Das sind kluge Leute gewesen. Und so ist also Königin Saba nach Monaten ist also endlich beim Solomon erst einmal gelandet, in seinem Palast. Und sein Palast war so ein großartiger Palast, so ein schöner Palast. Als sie dann reinkommt, musste ihren Rock also hochziehen. Sie dachte, dass bereits also in einem Palast also voller gläserne Wasser also treten wird. Und das war aber kein Wasser, das war Marmor. Ein tolles Marmor, Glas, Marmor und so. So eine gigantische Tempel ist, Palast und Tempel ist es also gewesen. Also Solomon hatte auch also Status eines Königs, er war König. Einer der wenigen wirklich Königen in der Geschichte der Menschheit, die König waren und auch religiöse Oberhaupt. Ja, und als Prophet ist man also religiöser Oberhaupt seiner Region oder Mitmenschen, wenn auch also manche Propheten sind ja Universalpropheten, nicht nur lokal, global Propheten sind die, für alle Menschheit, zum Beispiel Prophet Mohammed, Jesus, Moses, ja? Oder Nova. Und der Wesir, er hat in einem Augenblick also das geholt. Ja, das sind die Möglichkeiten des Menschlichen. Der Mensch hat, aber natürlich muss man also unter Solomon studiert haben und sowas. Also, er war ja nicht nur also Wesir, er war also ein Schüler von Solomon. Und Solomon konnte ja wunderbar mit Tieren also sprechen. Wir können also in eine Sura also die Art und Weise, wie er also mit den Ameisen geredet hat, gefürchtet hat. Das sind wunderschöne also Geschichten, die sollte nicht also die vernachlässigen. Die Welt ist ja wirklich unheimlich dunkel und kalt ohne solche Geschichten. Und das sind die Geschichten des Menschen. Solomon als Mensch. Ja, das sind die Möglichkeiten, die Gott also Adam, nachdem er seinen Geist also ihm eingehaucht hat, ihm also ermöglicht hat. Es geht um Erkenntnis, es geht um Namen der Dinge an sich. Ja? Und genau darum geht es. Das ist die Auseinandersetzung zwischen also zwischen die heutigen islamisch geprägten Philosophien und die westlichen Philosophien, herausgesprungen aus der sogenannten Enlightenment, also die Aufklärung. Ja? Aufklärung ist eine kalte, ist eine herzlose im Großen und Ganzen Vorstellung über die Schöpfung geworden, weil dieser Aufklärung die Wurzel des Denkens, die Wurzeln und die Verbindung zwischen Verstand mit seiner Quelle also abgeschnitten haben. Und die Quelle des Verstandes sind auch Offenbarungen. Ohne Offenbarungen kann der Verstand sich nicht orientieren, kann auch der Verstand also diese wunderbaren Möglichkeiten nicht erreichen. Und alle Koran, der ganze Koran ist ja nichts anderes als eine Beschreibung solcher Geschichten, dass Gott diese als Möglichkeit den Menschen also gegeben hat. Natürlich nicht alle Menschen, Menschen, die tyrannisieren, Menschen, die heucheln, Menschen, die lügen, sie haben keinerlei Zugang zu solchen Wissenschaften.
Sie haben keinerlei Zugang, sie werden auch nicht Zugang haben zu dem Erkenntnis des Propheten David, Solomon, Mohammed, Jesus, Moses bis hin zum Adam. Das sind nur für die Menschen, die also rechtschaffen auf dieser Erde leben, gerecht sind, ihre sozusagen Gelüste absolut unter Kontrolle haben, dass sie also sich nur nach Gott gerichtet haben. Erkenntnis ist in die Hände solcher Menschen, nicht in die Hände von Max Planck und Heisenberg und Einstein und all diese Herrschaften, die die ganze 19. Jahrhundert, aber auch die 20. Jahrhundert zu den dunkelsten, einerseits dunkelsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte gemacht haben. Wir haben nie in der Geschichte der Menschheit so ein Heer von Wissenschaftlern gehabt, so ein Heer von gebildeten Menschen gehabt, die behaupten also etwas zu wissen, aber wir haben nie in der Geschichte auch der Mensch auch so viel Leid und Elend gehabt. Warum? Weil dieser Mensch, dieser Natur, dieser von sogenannte Enlightenment, Aufklärung geprägten oder besser gesagt meiner Meinung nach also infizierten, verseuchten Menschen im Großen und Ganzen, die haben die Verbindung mit dem Jenseitigen, mit der Quellen der Vernunft, mit der Quellen des Verstandes abgebrochen und jetzt kann man sie weder nicht mehr also in der Politik vertrauen, weder in der Wirtschaft kann man sie vertrauen, weder in der Familienstrukturen kann man sie also ansprechen. Eine Kultur ist entstanden, die von innen also untergeht, von innen, nicht von außen. Das ist alles Schwachsinn, was man also in Bezug auf die, ich bin es sicher, dass wenn diese islamische Revolution in Iran nicht passiert wäre, vor 32 Jahren, mit Sicherheit diese Auseinandersetzungen zwischen Ost und West, ja, diese Kriege, die manchmal auch wirklich, wenn wir also heute die Geschichte also verfolgen, wir wissen also, wie viel unter dem Hand diese eigentlich Kriege geführt haben. Nicht nur also als Spionagekriege, sie haben zum Beispiel U-Boot-Kriege, die haben sich also vernichtend geschlagen. Ja, aber sie wussten, wenn also der erste Atombombe also hochgeht, dann sie haben keinerlei also Überlebensmöglichkeiten. Ja? Und in dieser ganz, ganz dunklen Zeit stehen also einige Leute auf in dieser Welt, in Iran, die weisen einfach auf dieser Welt hin und sagen, pass mal auf, ihr die Herrschaften, so kann man nicht also weitermachen. So geht es nicht, dass man also seine eigene Wissenschaft in Ignoranz der anderen so, sein eigenes Wissen in Ignoranz der anderen so, sein eigener Reichtum in Armut und Hunger und Elend der anderen so, seine Sicherheit im Krieg und Unfrieden der anderen Völker also so. Das ist das, was vor 33 Jahren dazu führte, dass zwei Mächten, Supermächten, Russen, Sowjetunion und auch der Westen, sich plötzlich mit einem neuen, selbstgemachten Feind konfrontiert sein oder eine Herausforderung am besten. Sie sind ja nicht Feinde, wenn also diejenigen Menschen, die darauf also hinweisen, pass mal auf, Menschen, da vorne gibt es ein Loch, ja, und in diesem Loch gibt es Hölle, es brennt, geht nicht in diese Richtung, wenn ihr weiter marschiert, dann werdet ihr in diesem Loch fallen und elendig untergehen, ja, der ist da nicht ein Feind, der ist ein Freund. Und das sind also die Perser gewesen. Darauf haben sie also gemacht. Und das hat allerdings auch dazu geführt, dass der West und Ost, leider Gottes, in einer Sache waren sie vollkommen sich einig, nämlich in Zerschlagung der Islamischen Republik in Iran. Aus diesem Grunde hat man auch Saddam Hussein freiem Licht gegeben, Iran anzugreifen. 38 Nationen dieser Erde haben die gegen die Perser gekämpft. Sämtliche große Industrienationen dieser Welt, im Westen vor allem, unter die Führung der Amerikaner. Die Russen haben also allerlei Panzer und Artillerie geschickt. Die Chinesen haben verdient, die Inder haben verdient.
Darunter auch also 16 arabische Nationen haben also Soldaten auf die Seite von Saddam Hussein geschickt, um die Iraner zu bekämpfen. Die Perser haben von 16 arabischen Ländern Kriegsgefangene gehabt zwischen 1980 bis 1988. Allerlei Waffen lieferte man, Hightech unsagbar. Die ganzen amerikanischen Satelliten standen also Saddam Hussein zur Verfügung. UNO wurde vollkommen also vor die Perser blockiert. Stattdessen hatte Saddam Hussein also allerlei Möglichkeiten. Das haben die Amerikaner und der Westen also geschaffen. Und zugleich setzte man, obwohl Iran also ein Opfer der Aggression war, setzte man auch also gegen Iraner Wirtschaftsblockade unter der Leitung von Europäer, Professor Doktor, also Dr. Helmut Kohl. Ja? Die Iraner mussten also als Sündenbock herrschen, als der Westen, bis der Westen also herausfand, ah, dieser Saddam Hussein, nämlich ihr Bastard, also den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Und er hat sich auch eine Menge Waffen geschaffen, die ihnen schwer werden könnte, haben sie also eine Story gebaut, um ihn also aus der Welt zu schaffen. Und das ist das Elend, das wir also heute im Nahen Osten sehen. Alles entstanden ist als eine Folge dieser sogenannten Aufklärung. Der Mensch hier hat gedacht, im Westen hat gedacht, also dass er tatsächlich also die Endstation der Wissenschaften erreicht hat. Und das hat ihm also verblendet, das hat ihm also die Möglichkeit genommen, wirklich menschlich, human, nicht humanistisch, also diese blöde Sache, die aus dem zur Aufklärung also hervorgegangen ist. Human meine ich also in ihre ursprüngliche Erstellung, ja, das was also als Barmherzigkeit, als friedvolles Leben auf dieser Erde wir uns vorstellen. Alle positive Tugenden des Menschen, die wir übrigens bei Persönlichkeiten wie Jesus Christus kennen, bei Mohammed kennenlernen, bei Moses kennenlernen, bei Abraham, Solomon, David und solche Persönlichkeiten also besonders sehen. Und die sind die Vorbilder des Menschlichen, der Menschheit an sich. Ja. Das Problem war, dass die Aufklärung leider Gottes hat auch natürlich also positive Sachen gebracht, die dürfen wir auch nicht also aus den Augen lassen, aber hat im Großen und Ganzen die Menschen also auch davon abgehalten, also die Quelle der Schöpfung also korrekt und intensiv also unter die Lupe zu nehmen. Ja, wie auch denn, also ohne Koran kommen wir gar nicht weiter, werden wir gar nicht also in der Schöpfung der Geschichte weiterkommen. Da kann man gar nicht also den Bibel sogar verstehen. Wenn man Tora, Bibel verstehen will, ja, jene schöne, interessante Stellen, ja, dann muss man auch Korankenntnisse haben. Und umgekehrt, wenn man Koran verstehen will, muss man auch Bibel und Tora-Kenntnisse haben. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte also hier Ihnen noch einmal also die schöne, interessante Verse 15 also vortragen, vorlesen und dass wir uns also noch einmal uns daran erinnern. Es ist auch also Ziel dieser Sitzungen, ist ja nicht also das man nur redet und so. Das ist also für mich persönlich ist also eine Meditationsstunde. Ja, innerhalb dieser Stunde besinne ich mich nach diesen Geschichten, die ich also oftmals also gelesen habe und dann vergessen habe. Ja, jetzt möchte ich also nochmal daran erinnern, reflektieren, bewusst reflektieren und immer wieder großer Gott um Hilfe bitten, dass er also auch diese Reflexion fruchtbar macht, dass man immer wieder, wenn man reflektiert, neue Dinge, neue Farben
im Spiegel seines Bewusstseins also erkennt. Also die Sure 15, Al-Hijra, also 15, also Sure 15, Verse ab 26, lesen wir noch einmal durch, um diesen Prozess also noch einmal also zu erleben. Also, und wahrlich, wir haben den Menschen aus trockenem Lehm, aus formbarem Schlamm erschaffen. Und die Djinn erschufen wir zuvor aus dem Feuer des glühenden Windes. Wie gesagt, glühendes Wind, also etwa 300 bis 500, 600 Grad heiß. Und als dein Herr zu den Engeln sprach, seht, ich erschaffe einen Menschen aus trockenem Lehm, aus formbarem Schlamm. Und wenn ich ihn gebildet und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich alle Engel insgesamt nieder, außer Iblis, der wollte sich nicht niederwerfen. Über diese, warum die nicht niederwerfen, haben wir in den vorherigen Sitzungen also gesprochen. Ja? Arroganz und Egoismus, woher die Wurzeln des Arroganz und Egoismus von Iblis, ja, der aus diesem Grunde und der also Menschen also verführt hatte, wurde also dann Satan. Satan heißt Feind des Menschen. Satan ist nicht Feind Gottes, ist Feind des Menschen. Er sprach, also Gott sprach also, O Iblis, was ist mit dir, dass du dich nicht niedergeworfen hast? Gott fragt, bestrafe dich sofort. Du hast mich nicht gehört, es ist kein Diktator. Ja, also, ne? Er fragt, warum hast du das nicht gemacht? Ja? Er respektiert die freie Wille seines Geschöpfes. Das, was er erschaffen hat, ob als Engel, als Mensch, als Djinn, er gewährt Freiheit für alle diese Geschöpfe. Ob es ein Elektron ist, was wir also kennen als Elektron, ja? Oder also entfernte Galaxien sind, ja, er kennt für seine Schöpfung, für das, was er mit seinen eigenen Händen also geschaffen hat, Freiheit. Ja? Und er fragt, O Iblis, was ist mit dir, dass du dich nicht niedergeworfen hast? Er sprach, nie werde ich mich vor einem Menschen niederwerfen, den du aus trockenem Lehm, aus formbarem Schlamm erschaffen hast. Arroganz, ne? Er sieht ja sich besser aus. Er sprach, weg mit dir. Also Gott sprach, weg mit dir, du bist verflucht. Fürwahr, der Fluch soll auf dir lassen bis zum Tage des Gerichts. Er sprach, mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zum Tage der Erweckung, Tage der Auferstehung. Also wieder Auferstehung. Er sprach, Gott sprach wohl an, dieser Aufschub ist dir gewährt, bis zum Tage der festgesetzten Zeit. Die Zeit ist festgesetzt. An diesem Tag ist wird der jüngste Tag sein. Aber wann dieser Tag ist, das wissen wir nicht, das weiß ja niemand. Außer Gott natürlich. Und ja, vielleicht auch diejenigen, die also Erkenntnisse darüber, über die Schöpfung haben, die Namen der Dinge wissen, nämlich die Propheten, ja, die konnten also in dem Bereich also viel mehr also zu sagen haben. Er sprach wohl an, dieser Aufschub ist dir gewährt bis zum Tage der festgesetzten Zeit. Er sprach, mein Herr, du hast mich abirren lassen. Hm? Das ist ein bisschen arrogant. Du hast mich abirren lassen. Das ist Lüge. Gott wird nie also seine Geschöpfe, denen er also Bewusstsein gegeben hat, denen er Freiheit gegeben hat, Freiheit zur Entscheidung, Entscheidungsfreiheit gegeben hat, ja, abirren lassen.
ohne ihnen also eine Rechtsleitung zu geben. Von welchem Weg solltest du gehen, mein Geschöpf? Ja, das ist das unmöglich. Das ist also eine. Das ist unerklärt. Das ist eine. Etwas also bei diesem Satan also fehlt. Hier merkt man, dass sein Know-how ist auch also sehr, sehr begrenzt eigentlich. Er kann zwar sehr gut flüstern, kann auch überall also sein, ja, aber das ist ja nur sein Reich, mehr nicht. Also er kann nicht also einen Schwörer in die Hände nehmen und Menschen also umbringen. Ja, aber durch seine Flüsterungen verursacht das also ein Mensch, seine Frau also umbringt, also einen Ehrenmord begeht oder sogenannte Familiendramas, die Deutschen also, wenn sie also über die Ehrenmorden reden, bei sich selber Familiendrama schreiben. Bei den Türken gibt es ja immer Ehrenmord. Ja? Sie merken also nicht, also wie Teufel also pro Jahr durchschnittlich 11,2 Liter Alkohol, reines Alkohol in den Gehirnen der aufgeklärten Menschen ja, tut, ja, damit sie ihr Bewusstsein nicht also animieren können, dass sie ihr Bewusstsein als Mensch nicht wahrnehmen können. Was tut denn Alkohol? Alkohol vernichtet einfach unsere Vernunft. Punkt aus Feierabend. Und Vernunft brauchen wir halt also, um diese solche Geschichten erst einmal also zu entdecken und darüber also vielleicht also uns auch also meditieren und unser Bewusstsein schleifen. Ja? Aber warum tut er eigentlich das? Warum kann? Im Paradies gibt es Flüsse aus einem Wein. Aus Wein, aus Milch, aus Honig, die fließen für alle gläubigen Menschen. Und dieser Wein ist eigentlich ein Wein, das keinerlei Kopfschmerzen, Vernunft also vernichtend also wirkt, ja, sondern das ist also ein Wein, das der Menschen ermöglicht, also im Reich des Seins also noch weiter zu kommen. Pure Genuss. Pure Genuss und Gnade Gottes ist dieser Wein. Ist nicht, und nicht Fluch Gottes. Also weinst du tust einfach nicht also dein Gehirn. Und dann steht auch im Koran, also wenn du also Wein getrunken hast, dann nähere dich nicht zum Gebet. Im Gebet muss ja Bescheid wissen, worüber du sprichst, wovon du redest. Du stehst ja vor Gott, vor deinem Herrn und dann besoffen. Ja? Und wenn Satan weiß, dass so ein Wein gibt, er verführt die Menschen und er weiß, dass der Mensch, weil er also einmal im Paradies war, also Adam im Paradies war. Jetzt, wenn ich also vom Menschen rede, das ist dann also Mensch aus dem Geschlecht Adam. Nicht vorher. Vorher ist er Mensch gewesen, aber ohne Geist. Jetzt, wenn wir also über Mensch reden, ist ein gemeinsamer Mensch aus der Geschlecht Adam und Eva, Menschen, die also potenziell das Organ zum Erkenntnis haben, was im Koran also als Herz also, oder in islamischen Mystik also als Herz davon geredet wird. Organ der Erkenntnis und nicht also ein Stück Fleisch. Satan weiß, dass wir Menschen Sehnsucht zu diesem Wein haben. Eigentlich von diesem Wein träumen. Aber es ist irgendwie abhanden gekommen. Wir sind nicht aufmerksam geworden. Die Muslime lesen also den Koran nicht richtig vielleicht. Christen sowieso haben also Jahrhunderte, 1400 Jahre also gegen den Koran also mehr oder weniger also gekämpft, Kreuzzüge. Und die verehrte Juden da sowieso, die haben nicht also Anschluss als das Wort Jesus also gefunden, geschweige denn Mohammed. Ja? Und das, diese Groll ist auch also ständig geblieben und jetzt erreicht also ihren Höhepunkt leider Gottes. Satan weiß über diese Bescheid und unsere Sehnsüchte, Sehnsüchte nach diesem Wein Bescheid. Und er hat irgendwie ins Menschen, also in der Geschichte der Menschen, also flüstert,
ja, in diese Richtung zu gehen, nämlich auf Wein zu, herzustellen und diese Vernunft also lahm zu legen. Die Vernunft einfach lahm zu legen, dass er nicht mehr denken kann. Denken bringt uns also zu den Punkten. Das Denken ist ein Feind des Satans. Ja? Denken ist ein Feind des Satans. Und Koran will uns einfach durch Gebote und Verbote uns zum Denken bringen, zum Wahren unseres Verstandesvermögen bringen. Und das ist das. Das heißt, Satan kennt ja Wein. Er weiß, dass also es mystische Wein also gibt, aber er leitet uns zu einem anderen Wein, ja, damit er seine Ziele erreichen kann. Ja? Und alle anderen Angelegenheiten ist auch so. Das heißt, seine Kenntnisse sind also sehr begrenzt, aber er verführt uns, ja, tut also ein Schleier vor unseren Augen, dass wir also das Mystische, das Echte, das eigentliche Wein nicht sehen. Und stattdessen also diese irdische Wein sehen, die uns also Vernunft und Verstand also beraubt. Also er sprach wohl an, dieser Aufschub ist dir gewährt bis zum Tage der festgesetzten Zeit. Er sprach, mein Herr, du hast mich abirren lassen, so will ich ihnen jetzt auf Erden das Böse anziehende machen und sie allesamt verführen, außer deinen auserwählten Dienern unter ihnen. Wir haben auch also über die auserwählten Diener also gesprochen, welche Eigenschaften die haben, wer die sind. Das sind ja nämlich Propheten und die nächsten Persönlichkeiten zu diesen Propheten. Also echte gläubige Menschen, gläubigen überhaupt. Er sprach, das ist für mich ein zum Ziel führender Weg. Also Gott sprach, das ist genau das, was ich also meine und das ist also das, das ist mein gerader Weg. Siehe, dir ist keine Macht über meine Diener gegeben, außer über die Verführten, die dir folgen. Und siehe, die Hölle ist ihnen allen verheißen. Sie hat sieben Tore, diese Hölle hat sieben Tore und jedes Tor ist für einen Teil von ihnen. Die Gottesfürchtigen aber kommen in Gärten und an Quellen. Welche Quellen? Sind die Quellen des eigentlichen Weins, eigentlichen Honig, eigentlichen Milch. Ne? Und sagt man also an, wenn die Gläubigen also reinkommen, ja, die es würdig sind, im Paradies zu gehen, dann sagt, tretet ein in Frieden. In Frieden. Und Sicherheit. Keine Angst von irgendeinem Terroranschlag, von irgendeinem Kollaps des Wirtschaft, von irgendeinem Verlust des Lebens, Groll des Nachbarns, Groll des Mitarbeiters, Groll des Königs und so weiter und so fort. Tretet ein in Frieden und Sicherheit. Und wir wollen aus ihren Brüsten nehmen, was sich dort an Groll findet. So wenden sie sich alle als Brüder. So werden sie sich als Brüder fühlen. Einander auf Polstern gegenüber sitzend. Was sind die Polstern? Also das sind also, das sind ja keine Polster mehr in dieser und jener GmbH. Das sind göttliche Polster. Ne? Müdigkeit zum Beispiel. Müdigkeit wird sie dort nicht erfassen. Ja, Müdigkeit ist ein Zustand der Natur. Im Naturzustand kommt auch die Müdigkeit. Da wird der Mensch müde. Aber im Jenseits gibt es keine Müdigkeit. Müdigkeit wird sie dort nicht erfassen. Und sie sollen nie von dort vertrieben werden. Verkünde meinen Dienern, dass ich wirklich der Verzeihende, der Barmherzige bin. Und das meine Strafe eine schmerzliche Strafe ist. Erst einmal verkündigen, dass ich barmherzig bin, dass ich vergeben bin, dass ich verzeihen bin, aber benachrichtige ihnen auch, passt mal auf, ja, lasst euch nicht also vom Teufel verführen. Meine Rache, wenn meine Rache kommt, dann kommt, dann gibt es auch also keine
Gnade, also vor. Ja. Und dass meine Strafe eine schmerzliche Strafe ist. Und erzähle ihnen von Abrahams Gästen. Da sind wir also letztes Mal so gekommen. Abrahams Gäste, nämlich sind also zwei Engel gewesen, ja, die in Form von Menschen also zum Abraham gekommen waren. Und Abraham wusste aber davon nichts. Abraham war also ein extrem gastfreundlicher Mensch. Keine Nacht ohne irgendeinen Gast. Er rief also seine Söhne, rief also seine Kinder und Söhne, also gibt es also in unserem Bereich also Menschen, die bei mir also Gast sein wollen? Bitte schön, dann kommt ihr. Also er war ein sehr gastfreundlicher Mensch. Und daher hat er also vor diesen Gästen sofort also ein Schäfchen also geschlachtet, Schaf geschlachtet und gebraten, vor ihnen gebracht und sagt, bitte schön, isst davon. Und die wollten aber nicht essen. Ja, die aßen nicht. Und da hat also Abraham gemerkt, dass hier etwas ganz, ganz Tiefgründiges los ist. Nämlich, das sind ja nicht Menschen, die sind Engel. Engel essen nicht das Materie, wie wir Menschen es tun, um zu überleben. Ja? Engel essen gute Werke des Menschen, gute Werke an sich also. Das ist die davon also leben und essen also die Engel. Und es ist interessant, dass diese Engel sind dann in Form von zwei schönen Männergestalten waren die. Und sie haben also ihre Geschichte erzählt, warum sie also gesandt worden sind. Nämlich für die Bestrafung des Volkes vom Lot. Lots Volk sind ja leider Gottes als Homosexuelle geworden. Ja, sie betrieben das Geschlechtliche miteinander. Also die Männer und mit Sicherheit auch also ihre Frauen auch wahrscheinlich also auch miteinander. Und als der Prophet Lot also sie also angekündigt, das ist nicht der Weg, das ist nicht der Art und Weise des Lebens und Überlebens auf dieser Erde, das ist etwas, das gegen Natur ist, gegen göttliche Gesetze ist, das ist nicht Ziel des Gottes. Also wenn man so eigentlich Homosexuelle werden, die Menschheit geht innerhalb von wenigen Generationen zugrunde, Punkt aus, Feierabend. Genau diesen Effekt sehen wir auch heutzutage in ganzen abendländischen Kultur. Also ich frage mich, also welche Hände sind am Werke, damit diese Homosexualität als normal dargestellt wird, als ein Lifestyle wie alle anderen. Ja, das ist also unbegreiflich, was da eigentlich passiert. Allerdings, und da also Lots Worte also nicht mehr also Wirkungen hatten, so dass also die Leute haben also rebelliert und sind zum, ach so, als dann die Engel, diese zwei Engel zum Lot kommen und sagen, pass mal auf, Lot, es ist vorbei mit diesem Volk, nimm deine Sippe und raus aus der Stadt und schaut auch nie zurück, schaut billig einfach nicht mehr zurück. Zu dem, sofort, morgen geht es los und sie bereiteten also den Untergang dieses homosexuellen Volkes. Als an die Nacht, dass diese Engel also beim Lot gekommen waren, Prophet Lot sagte, aha, die Leute haben einmarschiert, rebelliert, zum Hause von Lot gegangen, an die Tür geknopft, rebelliert, ja, wir wollen also diese zwei schönen Männer, die bei dir also angekommen sind, die wollen wir haben. Lot sagt, um Gottes Willen, um Himmels Willen, die sind zwei meine Gäste. Die sind Gäste, sind schöne Männer, also wahrscheinlich also haben sie also gedacht, dass um Gottes Willen, Astaghfirullah, der Lot redet über das Wasser und
also trinkt also Wein. So was haben die perverse Menschen also damals gedacht und vermutlich, und deshalb wollten sie diese zwei Männer haben. Sagt also los mit diesen beiden Männern. Die wollen wir gerne haben, diese schönen Männer. Und also Lot sagte, kommt, lass diese Art des Lebens. Kommt, soll ich also vielleicht also meine Töchter euch also verheiraten? Kommt, heiratet meine Töchter. Lasst diese beiden Gäste. So barmherzig war es bis zur letzten Stunde. Die haben nicht geglaubt. Also das war dann letzte Station. Also durch Befehl Gottes und durch die Leitung dieser Engel ist Lot also mit seiner Sippe außer seiner Frau sind aus der Stadt also gezogen, raus aus der Stadt, und am nächsten Tag, also Gott hat diese Stadt vernichten geschlagen. Das sind die Geschichte des Abrahams. Das ist der Grund, warum die Muslime auch aus dieser Grund, aus diesem Erkenntnis gegen Homosexualität sind, gegen solche verdorbene, perverse, kriminelle, terroristische Lebenseinstellungen sind, und das, man kann also mit kaum anderen Worten reden. Allerdings, wir sind also halt in einer Welt, also dass die man kann die diese Sache von rechtlicher Perspektive sehen, Homosexualität, man kann auch also aus moralischer Perspektive sehen, also aus moralischer Gesichtspunkt ist also über die Verderbtheit, dieses Ding da kann man kaum genug also reden und ich würde auch mich also auch damit also später also befassen. Das ist die Schöpfungsgeschichte und wir sollten also daraus also eine Menge Lehre ziehen. Und ich danke dir, dass du hier also mich also zugehört hast. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie mich also gefolgt haben, Reden also gefolgt habt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.